Mythos 1, Männer gehen öfter fremd als Frauen. Ich glaube schon, ja, aber dass da größtenteils auch die Frauen dran schuld sind. Bei Männern fällt es, glaube ich, öfters auf. Das sind beide gleich schlimm. Ich finde schon, dass Männer öfters fremd gehen, weil die sind ja öfters draußen als die Frauen. Frauen sind einfach vernünftiger. Ich würde sogar sagen, dass die Frauen eher fremd gehen. Yep, dieser Mythos ist Humbug, denn glaubt man einer englischen Studie der Datingagentur Coffee & Company, sind Frauen die wirklich schlimmen Finger. Rund 25% der Frauen würden Ja zu einer Affäre sagen, hingegen nur 9% der Männer. Der Grund: langweiliger Sex im Ehebett und ein Kick für Selbstbewusstsein. Durchschnittlich haben Frauen 2,3 Affären im Leben. Die Herren der Schöpfung begnügen sich dagegen mit nur 1,8 Fremdgehpartnerinnen. Mythos 2. Sex macht die Beziehung glücklicher. Ja, Sex macht sehr glücklich. Ja, selbstverständlich. Kommt auch drauf an, was für eine Person das ist. Wenn man ihn liebt, dann schon. Ich glaube, dass Sex in dem Sinne glücklich macht in der Beziehung, wenn es halt mit dem Partner einfach passt, also wenn es halt einfach harmoniert. Für den Moment macht es glücklich, noch längerfristig, wenn es mit einer Person ist, die man eben liebt, dann ja. Wenn man schlechten Sex hat, ist man unglücklich. Dieser Mythos stimmt. Sex ist ein absoluter Glückskatalysator für die Beziehung. Eine Elite-Partnerstudie belegt, dass rund 90% der glücklich Vergebenen auch sehr zufrieden mit ihrem Sexleben sind. 8-mal im Monat haben die Deutschen durchschnittlich Sex. Und auch wenn es im Laufe der Beziehung mal ein bisschen weniger wird, kein Grund zur Sorge. Hauptsache, beide Partner haben Spaß und der Sex wird nicht zur nebensächlichen Routine. Mythos 3, das verflixte siebte Jahr. Ich kenne auch welche, die tatsächlich im siebten Jahr getrennt waren dann. Ich denke, das ist in jeder Beziehung anders. Ich habe das schon ein paar Mal von Freunden mitbekommen. Dass man sich das manchmal einredet, dass es genau im siebten Jahr jetzt ist und das daran vielleicht dann auch irgendwie aufhängt. Der Alltag kommt ja auch schon früher als vor dem siebten Jahr rein in die Beziehung und dann kann es davor schon mal kriseln. Dieser Mythos stimmt ganz und gar nicht, denn das scheinbar verflixte siebte Jahr beginnt heutzutage schon nach 3 Jahren. Der Grund? Simple Macken. Laut einer Umfrage von Warner Brothers sind 67% bereits nach den ersten 3 Jahren genervt von den einst liebenswerten Ticks des Partners. Ein paar Pfunde zu viel auf den Hüften und nächtliche Schnarchkonzerte gehören zu den Spitzenreitern der Liebestöter. Damit wären wir auch schon beim nächsten Mythos. Im gemeinsamen Doppelbett schläft es sich am besten. Ich hatte mal einen Freund, der hat übelst krass geschnarcht, dann bin ich auch mal auf die Couch gegangen und so. Aber muss man halt, wenn man ihn liebt, kommt man damit klar. Ich schlafe alleine besser, um einiges. Ich glaube, die Frau kann theoretisch besser schlafen ohne den Mann, weil ich glaube, das ist eher Schnarchen und so weiter. Es ist schön, neben dem Partner aufzuwachen. Mein Freund zieht mir schon ab und an die Decke weg, aber dann haue ich ihm eine rein und wir schlafen weiter. Dieser Mythos stimmt nicht. Fast 60% aller Frauen haben Schlafprobleme, aber, oh Wunder, nur 20% der Männer. Eine Studie zum Thema Paarschlaf hat bewiesen, dass vor allem Frauen ohne ihren Partner wirklich ruhiger und tiefer schlafen. Unser Tipp für alle, die trotzdem nicht aufs gemeinsame Bett verzichten möchten: Jeder kriegt wegen unterschiedlichem Körperbau und Gewicht seine eigene Matratze. Und auf die eigene Decke sollte man erst recht nicht verzichten. Mythos 5. Eifersucht ist ein Liebesbeweis. Wenn ich mal eifersüchtig bin, dann aber nicht, weil ich jetzt sie extrem liebe oder so, sondern weil es bestimmte Gründe hätte. Wenn man sich liebt, dann liebt man sich. Da braucht man eigentlich gar nicht eifersüchtig zu sein. Es sorgt, dass man sie gegenseitig dann schon irgendwie wichtig ist. Kommt auf die Dosis der Eifersucht an. Wenn sie mit einem anderen Kerl jetzt irgendwas machen würde, dann fände ich das jetzt, dann wäre ich eifersüchtig, dann wäre das aber kein Liebesbeweis. Es ist eher eigentlich ein Beziehungskiller. Der Mythos stimmt. Laut einer Umfrage der Zeitschrift Elle ist Eifersucht für über die Hälfte der Befragten ein absoluter Liebesbeweis. Für jeden fünften ist der Partner, wenn er gerade im Eifersuchtsrausch ist, sogar besonders sexy. Also, liebe Turteltäubchen, solange man es nicht übertreibt, ist ein bisschen Eifersucht legitim. Und mal ehrlich, wem gefällt es nicht, wieder signalisiert zu kriegen, dass man die Nummer 1 des Partners ist? Ihre Kreationen fallen auf. So wird die ehemalige Topmodel-Kandidatin zumindest schon mal wahrgenommen. Noch ist ihr der große Durchbruch nicht gelungen. Doch als gebürtige Schweizerin arbeitet sie akribisch an ihrer